Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast zu einer weiteren Ausgabe meines Star Clubs. Tobias hat mir wirklich super tolle Aufnahmen geschickt zu seiner Laco Paderborn in der Variante Erbstück, das heißt manuell, individuell gealtert auf alt getrimmt, allerdings basierend auf modernster Technik. Und die Bilder zusammen mit meinem Kommentar und teilweise seinem Originalkommentar möchte ich euch in diesem Video zeigen. Es ist eine wirklich faszinierende Uhr, absolut alltagstauglich und sieht trotzdem aus, als ob sie Jahrzehnte auf dem Puckel hat. Genau das macht den Charme der Erbstückserie aus und Tobias hat das wirklich grandios in Bilder gepackt. Die Laco Paderborn kommt in einer wunderschönen weißen Box. Außen ist es Karton und Tobias wird uns jetzt zeigen, wie diese Uhr dann tatsächlich verpackt wird. Also der weiße Karton ist die Außenverpackung und in diesem weißen Karton befindet sich eine sehr hochwertige Holzbox. Ihr könnt im Vergleich Hand und Box schon sehen, das ist also eine durchaus große Box, eine wertige Box. Und auf der Vorderseite ist das Laco 1925 Logo eingelassen und auf der Rückseite, das kann man jetzt nicht ganz genau sehen, hier kommt es, ist ein Filzstoff, sodass diese Box auch sicher und kratzfrei auf empfindlichen Oberflächen stehen kann. Was befindet sich denn jetzt genau in dieser Box? In der Box ist selbstverständlich die Uhr, da haben wir noch den Hangtag, eine Plastikgarantiekarte, die Bedienungsanleitung und was insgesamt wirklich sehr schön ist, man kann das Innenleben herausnehmen und dann befindet sich unten in dem Fach ein Hohlraum, ein Platz, in dem man gegebenenfalls auch Bänder platzieren kann. Aber Tobias, sag mal, es sieht so aus, als wäre da nicht das Originalband an deiner Uhr verbaut. An meiner Laco ist nicht das Originalarmband montiert. Das ist das hier, das wäre das Originalarmband. Ist auch sehr schön gemacht, vor allem ist authentisch mit dieser Rolle hier. Liegt dann praktisch so um den Arm und trägt sich dann dadurch recht original, sage ich mal, auch hier mit den Nieten. Warum habe ich mich jetzt gegen dieses System entschieden? Folgendermaßen, wenn ich jetzt hier abfädel und mit der Dornschließe verschließe, zumache, dann habe ich hier wirklich sehr, sehr dick. Das heißt, es passt dann teilweise kaum unter einen Pullover oder unter einer Hemdmanschette. Gut, diese Uhr trägt man nicht am Hemd, aber möchte ich nur mal gesagt haben. Das zweite ist, mein Handgelenksumfang ist mit 17,5 mm relativ klein oder ich sag schon wahrscheinlich Durchschnitt eher. Und jetzt haben wir hier das Problem, wenn ich die Uhr umlege, kann ich das mal hier so simulieren, dann ist dieses Stück permanent oben zu sehen. Ja, fällt jetzt relativ schwer hier auf, aber so liegt dann die Uhr praktisch an und damit sehe ich permanent hier dieses Endstück. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Also das möchte ich nicht haben. Mittlerweile ist Laco dazu übergegangen, weil sie diese Kritik anscheinend öfter bekommen haben, dass sie auch dieses authentische Fliegerarmband mit hier diesen Nieten und diesen Laco-Schriftzug auch nur mit einer normalen Dornschließe ohne Schlaufe verkaufen. Würde ich diese Uhr wieder kaufen, was ich definitiv würde, dann würde ich mich für das normale Armband entscheiden. Ich habe jetzt aber mich für ein Armband der Firma Corigia entschieden. Danke sehr. Also ich finde, das Band passt super zu der Uhr. Sieht wirklich klasse aus und unterstreicht den Vintage-Charme nochmal. Ja, die Laco Paderborn hat einen Durchmesser von 42 mm und eine Bauhöhe von 12,8 mm. Der Bandanstoß beträgt 20 mm und die Uhr ist bis 5 bar, entsprechend 50 Meter Wassertiefe, wasserdicht. Allerdings hat Laco schon angekündigt, künftig die Uhren
bis 10 Bar oder 100 Meter zu testen und das auch entsprechend zu bestätigen. Verbaut ist das LACO 24, das Werk entspricht dem ETA 2824.2, ist allerdings noch besonders dekoriert und hat den LACO Rotor. Ihr könnt schon sehen, die Uhr ist wirklich künstlich gealtert und genau das macht ja das Konzept der Erbstücke aus. Tobias hat mir gesagt, an seinem Arm geht die Uhr mit plus 4 Sekunden, also wirklich innerhalb der Chronometernorm. Die Zeiger und die beleuchteten Indizes sind mit Super Luminova ausgelegt und die Zeiger sind thermisch gebläut. Das sieht man später im Video aber noch deutlich besser. Die Uhr wiegt mit dem Originalband, also mit dem dickeren Originalband, 106 Gramm. Wenn man ein anderes Band wie hier das Corrigia montiert hat, wird sie etwas leichter und auch etwas angenehmer am Arm. Ihr könnt sehen, die Zwiebelkrone steht relativ weit aus dem Gehäuse heraus. Sie ist jetzt gerade nicht gezogen und das ist auch genau so gewollt, damit die Krone auch mit Handschuhen immer gut bedienbar ist. Was auffällt, wenn ihr genau hinseht, ist, dass die Ziffern auf dem Ziffernblatt unterschiedliche Farben haben. Die ungeraden, also 5, 15, 25, sind hart weiß, die geraden 10, 20, 30 sind ausgeblichen und das liegt daran, dass im Original nur die geraden Ziffern mit Leuchtmasse versehen waren und deshalb auch nur diese altern können. Die Alterung des Gehäuses findet in der Art und Weise statt, dass die Uhr als neue Uhr zunächst komplett zusammengebaut wird. Es wird auf Druckfestigkeit geprüft. Und wenn das alles erledigt ist, dann wird die Uhr nochmal zerlegt und es werden manuelle Alterungsspuren hinzugefügt, wie zum Beispiel hier die Kerben auf dem Horn und auch die Verfärbung der Rost bzw. das Anlaufen des Gehäuses. Das wird alles ganz individuell für die einzelne Uhr gemacht und somit ist jede Uhr wirklich ein Unikat und mit keiner anderen Uhr entsprechend zu vergleichen. Auf der Rückseite haben wir die typischen Fliegeruhrenbeschriftungen und Tobias zeigt uns jetzt, wie diese Uhr an seinem Handgelenk sitzt. Mit einem Handgelenksumfang von 17,5 cm ist das, glaube ich, ein sehr durchschnittlicher Handgelenksumfang, nicht besonders groß, nicht besonders klein. Und hier zeigt sich, dass die Uhr mit den sehr gerade abstehenden Hörnern schon eine deutliche Präsenz hat. Und das ist auch genauso gewollt, weil das ist auch die authentische Fliegeruhrenbauweise von LACO. Die Hörner biegen sich nicht nach unten und verringern auch damit die Auflagefläche nicht. Die Uhr ist genau so, wie sie auch früher von LACO produziert wurde. Lediglich die Größe von 45 mm ist 1:1 auf 42 mm runterskaliert worden. Insofern handelt es hierbei um eine wirklich richtig authentische LACO Fliegeruhr, nur in einer etwas anderen Größe. Wenn wir uns jetzt einmal die Uhr aus der Nähe anschauen, fallen natürlich als erstes die wunderschön geblauten thermischen Zeiger auf, sowie die unterschiedlich gefärbten Leuchtmassen. Hier kann man auch sehen, dass 10, 20, 30, 40 die Leuchtmasse haben, die anderen nicht. Auf der Rückseite das typische Beschriftungsbild einer Rückseite einer Fliegeruhr, Bauart Flieger, Gerätenummer, der Hersteller, der auf der Vorderseite nicht genannt wird, sowie FL23883 als die Nummer, die festlegt, dass es sich um eine Fliegeruhr handelt und welche anderen Spezifikationen zu erfüllen sind. Gleiches findet sich auch auf der Seitenflanke, die ein bisschen so aussieht, als wäre sie mit Säure oder was in Berührung gekommen, um ein wirklich sehr authentisches Vintage-Bild abzuliefern. Die vorliegende Uhr ist eine Uhr des Baumusters Typ B mit dem innenliegenden Stundenring
und der Minuterie auf dem Außenring. Das Baumustertyp A hat das klassische Bild einer Armbanduhr ohne den innenliegenden Stundenring. Hier kann man noch einmal sehr schön sehen, mit wie viel Liebe zum Detail die in Anführungsstrichen Beschädigungen, also die Gebrauchsspuren der Uhr beigebracht wurden, sowohl auf den Hörnern als auch auf der Lünette, auf der Seitenflanke, das Anlaufen des Gehäuses, die entsprechenden Verfärbungen. Das Schöne bei dieser Uhr ist, man muss wirklich keine Sorgen haben, dass diese Uhr Gebrauchsspuren bekommt. Hier sieht es ein bisschen so aus, als hätte ein ungeschickter oder nicht qualifizierter Uhrmacher versucht, die Uhr zu öffnen. Also man hat wirklich versucht, sehr, sehr authentische Spuren, die im Laufe von vielen Jahren bei einer Uhr auftreten können, manuell nachzubilden. Das ist nicht einfach wild gemacht, sondern sehr durchdacht. Und es handelt sich wirklich um künstlich beigebrachte Spuren. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, ist das eine Uhr für einen Einsteiger? Ich glaube, nein. Ich glaube, es ist eine Uhr für jemanden, der schon eine größere Sammlung hat und etwas Besonderes in seine Sammlung integrieren möchte. Man kann auch mit einigem Recht die Frage stellen, warum kaufe ich eine kaputte Uhr beziehungsweise eine Uhr, die solche Gebrauchsspuren aufweist? Gut, die Frage kann man sich bei Schuhen und bei Jeans und bei anderen Sachen auch stellen. Wer es mag, der wird diesen Look lieben und er ist in jedem Fall etwas ganz, ganz Besonderes. Und wie gesagt, jede Uhr ist ein Einzelstück und das Schöne dabei ist, dass es sich hierbei eben um ganz neue Uhren handelt mit ganz modernen Werken und nicht mit Werken oder Uhren, die entsprechende Alterungen schon hinter sich haben. Ja, hier nochmal ein wunderschöner Blick auf die große, etwas abstehende Krone und die Rückseite. Was ich persönlich wirklich sehr beeindruckend finde, ist, dass Laco nicht nur das Gehäuse und das Ziffernblatt hat altern lassen, sondern tatsächlich auch die Leuchtmasse. Und Tobias hat uns hierfür auch ein Video bereitgestellt, das zeigt, wie die Leuchtmasse den künstlicheren Alterungsprozess überstanden hat. Man sieht also hier, die Uhr hat die Leuchtmasse, aber erstens wirkt sie ein klein wenig brüchig, wie nach vielen Jahren. Und sie hält auch nicht mehr so lange an. Auch das ist sehr authentisch nachgestellt worden. Also dies ist in der Tat keine Uhr, um sie in der Nacht abzulesen, sondern der Vordergrund dieser Uhr ist ganz klar gewesen, einen authentischen Alterungsprozess abzubilden und trotzdem eine technisch vom Werk her einwandfreie moderne Uhr abzuliefern. Ja, Tobias, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Super interessant. Eine wunderschöne Uhr, die wirklich klasse gemacht ist. Ich gratuliere dir dazu. Ich danke dir für das Video. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde diese Serie echt grandios. Und vielleicht zieht mal eine bei mir ein. Zum Preis von 1.950 Euro kann man hier garantiert nicht meckern. Ich würde mich freuen, wenn ihr schreibt, was ihr von Tobias Uhr denkt, was ihr über seine Aufnahmen denkt. Ich finde sie wirklich toll gemacht. Und wenn ihr Ähnliches sehen möchtet oder eine ähnliche Uhr zeigen möchtet, dann schreibt mich gerne an und wir schauen, was wir machen können. Super gemacht, vielen Dank und ich freue mich auf die nächsten Videos in meinem Star Club. Und bis dahin, tschüss, euer Axel.